Bringt uns die Corona-Krise die Inflation? Experten wie Markus Krall sagen ja, oh, spätestens Ende des Jahres, da werden wir richtig massive Anstiege der Inflation sehen. Aber ist das wirklich so oder dauert das viel, viel länger? Heute haben wir US-Verbraucherpreise gehabt als eines der Highlights, was die Konjunkturdaten betrifft. Und die zeigen, wir stehen erstmal vor einem deflationären Schock. Und dieser deflationäre Schock, der wird noch ziemlich lange andauern. Und ich will Ihnen auch gleich zeigen, warum das so ist. Warum es also erstmal diesen deflationären Schock gibt und dann die Inflation erst kommen kann, wobei wir teilweise schon in manchen Kategorien inflationäre Elemente haben, aber nur in manchen. Schauen wir uns zunächst mal an, was diese Verbraucherpreise heute aus den USA gebracht haben. 0,8% ging es zum Vormonat zurück. Das ist der größte Fall seit der Finanzkrise. Bei den normalen Verbraucherpreisen, wenn wir uns dagegen die Kernrate anschauen, also die Verbraucherpreise ohne Energie und Nahrung. Und diese Verbraucherpreise in der Kernrate werden seit 1959 ermittelt, also seit ja, 61 Jahren, wenn ich mich nicht ganz schwer verrechne. Dann sehen wir, dass das mit Abstand der größte Rückgang war in der Geschichte der Datenerfassung hier anhand des Beispiels der USA. Und was wirklich im Preis gefallen ist, das sieht man in dieser Tabelle. Da sehen wir nämlich natürlich Energie, Commodities, also Energie und Rohstoffe, könnte man sagen. Gasoline, Benzin ist deutlich runtergegangen, etc. Also alles Electricity, alles, was sozusagen mit Energie zu tun hat, ist maßgeblich gefallen. Aber wir sehen auch, dass Apparel zum Beispiel gefallen ist. Also Kleidung wird weniger gekauft. Und wir sehen, dass einige Dinge nach oben gegangen sind, die aber den Gesamtschnitt, zumindest so wie die Inflation oder die Verbraucherpreise berechnet werden, nur ganz wenig nach oben gezogen haben, also diesen drastischen Fall nur ein bisschen abgefedert haben, ohne ihn aufhalten zu können. Zum Beispiel sehen wir hier All Urban Consumers Food at Home. Das heißt, das, was man zu Hause an Essen konsumiert. Da sehen wir einen massiven Anstieg, der so groß ist wie seit Anfang der 1970er Jahre. Das ist hier die USA, aber wir sind auch in Deutschland hier auf ganz ähnlichem Wege. Wenn wir uns mal anschauen im Vergleich die Verbraucherpreise April 2020 zum Vorjahresmonat, dann sehen wir Gemüse um 26% hier in Deutschland gestiegen, Schweinefleisch um 17%, Obst um 14%, Wurst um 12%, Geflügel um 7,9%, Eier um 6,3%. Und das werden die Dinge sein, die dauerhaft teurer werden, nämlich all diejenigen Nahrungsmittel, die wir zu wenig in Deutschland produzieren, um praktisch hier die Bevölkerung komplett damit zu ernähren. Dazu gehört vor allem Eier. Wir produzieren nur etwa 80% der Eier, die wir konsumieren. Der Rest wird eingeführt und wir haben zu wenig Obst und Gemüse. Das sind die entscheidenden Punkte. Zu wenig Fleisch haben wir nicht. Da produzieren wir sogar mehr Fleisch, als wir eigentlich konsumieren. Deswegen dürfte möglicherweise Fleisch- und Wurstwaren auf Dauer vielleicht nicht so weiter nach oben schießen, aber Obst und Gemüse eben dürfte weiter teurer werden. Wir sehen hier, dass natürlich diese deflationären Elemente schlichtweg durch die Corona-Krise bedingt sind. Hier eine Umfrage in den USA. Wie wahrscheinlich ist es, dass du welche Zahlungen, die du eigentlich leisten musst, verschiebst? Rent, also die Miete, sagen fast 40%, sehr wahrscheinlich oder ziemlich wahrscheinlich kann ich die erstmal nicht bezahlen. Utilities, also praktisch Energie, Wasser, das, was man so braucht, auch über 35%. Und so geht es immer weiter runter. Der geringste Wert ist Dental Insurance, also die Zahnversicherung mit 23% in etwa. Also da finden Zahlungsströme nicht statt. Die Geldumlaufgeschwindigkeit kollabiert geradezu, auch wenn die Geldmenge an sich, die Geldmenge M2 und auch die Geldmenge M1 steil nach oben schießen. Aber wenn die Geldumlaufgeschwindigkeit praktisch in sich zusammenfällt, weil die Leute nicht Rechnungen bezahlen, weil Firmen keine Gelder einnehmen etc., dann werden wir eben keine Inflation haben, sondern dann haben wir zunächst mal einen deflationären Schock und das sehen wir heute in den Daten. Personal Consumption versus GDP, das ist genau der Punkt, wenn der persönliche Konsum, und das gilt besonders in den USA, wenn der nachlässt, und wir haben ja schon gesehen, die Leute wollen teilweise Rechnungen nicht bezahlen, dann ist das natürlich ein Einbruch im Konsum und das wird auf das BIP vor allem in den USA
stark wirken. Dementsprechend dürfte vor allem der persönliche Konsum auch in den nächsten Monaten, also im Juni, im Juli, dürfte das noch weiter stark rückläufig sein. Und einer der Opfer ist dieser deflationären Situation insgesamt sind die Banken. Wir sehen hier den KBW Bank Index. Das ist ein ETF auf US-Banken und das sieht nicht so richtig gut aus. Die Banken haben diese ganze Rallye nur im Ansatz mitgemacht, diese Erholung von den Märztiefs. Da ist nicht wirklich viel nach oben passiert. Wir sehen auch eben, dass die Commodity Prices fallen, also die Rohstoffpreise. Und das korrespondiert dann, wie diese Grafik zeigt, eben auch mit den Emerging Market Currencies, also mit den Währungen der Schwellenländer, die ja oft sehr eng gekoppelt sind eben an die Rohstoffe, vor allem in Ländern, die eben viele Rohstoffe haben, davon leben ein Stück weit. Und wenn wir uns mal anschauen, wie lange es dauern wird, bis da wieder ein bisschen mehr Rohstoffe gebraucht werden, zum Beispiel Öl für Reisen, für Leisure, also für Freizeit, für all die Dinge, bei denen man in der Regel auch Energie konsumiert, dann sehen wir, dass hier die Einbrüche in Europa und in Asien ähnlich krass sind, viel krasser als in Europa und in den USA, viel krasser als in Asien. Also das ist derzeit so, dass wir da bisher noch überhaupt keine Erholung sehen, was praktisch Entertainment, Leisure, also Freizeit, Lodging, Airlines und so weiter betrifft. Da hat sich noch nicht viel getan. Und wenn wir uns das mal genauer anschauen in Europa zum Beispiel, sehen wir, dass es in Berlin bei den europäischen Hauptstädten noch am wenigsten krass ist. Das heißt, da ist die Mobilität der Bevölkerung noch am höchsten im Vergleich zu Madrid, Rom und Paris, wo der Lockdown natürlich viel intensiver war, viel heftiger war, viel rigider war. Ähnliches übrigens auch kann man sagen in den USA. Hier sehen wir zum Beispiel Road Traffic, also der Straßenverkehr. Der ist nach wie vor um und bei 60% unter dem Normalniveau. Wo soll da Inflation herkommen? Wie gesagt, wenn Nachfragesituationen nicht mehr der Fall sind, wenn Nachfrage einbricht. Schauen wir uns mal an, wie es denn jetzt in Asien aussieht, in China zum Beispiel. Da ist die Geldmenge auch ein bisschen gestiegen, aber marginal. Also die Chinesen, die drücken viel weniger aufs Gas, was die Notenbankliquidität betrifft, als vorher die Amerikaner. Die sind ja da ganz klar Nummer eins. Sichtbar eigentlich fast alle angelsächsischen Länder, deren Geschäftsmodell ja eigentlich auf dem Binnenkonsum basiert, sei es Großbritannien, sei es Australien, sei es Kanada, aber vor allem die USA, die haben am meisten reingepumpt, müssen sie wahrscheinlich, weil eben die Kernpunkte der Wirtschaft der Konsum sind und der ist durch den Lockdown praktisch am stärksten betroffen. Und insgesamt sehen wir natürlich eine gewisse Diskrepanz, auf die ich schon gelegentlich hingewiesen habe. Und manch einer sagt, das wäre praktisch ein bisschen negativ, aber ich glaube, das sind schlichtweg Fakten, die kann man ja nicht wegwischen, die sind ja schlichtweg der Fall. Hier sehen wir den Einbruch praktisch der Wirtschaft und dagegen die Aktienpreise. Wir haben auch in Deutschland durchaus, was den DAX betrifft, ein Kursgewinnverhältnis, das jetzt über der Dotcom-Blase ist, angesichts der Erwartungen an die Gewinne der DAX-Unternehmen. Also wir sind jetzt auch nicht so furchtbar günstig. Im Grunde sagt hier zum Beispiel Rich Kleinbauer, macht der Aktienmarkt in Gestalt des DAX jetzt das, was der Anleihenmarkt vorher schon gemacht hat, nämlich komplett manipuliert zu sein, überhaupt nicht mehr wirklich Wertigkeiten wieder zu spiegeln. Da ist was dran. Wir haben jetzt ja die schnellste Veränderung gesehen beim Nasdaq von unten nach oben, also beim Tech-Sektor seit der Dotcom-Blase. Normalerweise ist das nicht so ein gutes Vorzeichen dann, was danach kommt. Und dann sehen wir hier zum Beispiel, sind es vorwiegend junge Investoren, die reingegangen sind in den USA, wie die maßgeblichen großen Broker Charles Schwab, TD Ameritrade und E-Trade zeigen. Da hat man wahnsinnig viele Konten eröffnet und die sind alle long, die kaufen Aktien und die sehen das als Chance einer ganzen Generation, jetzt Aktien zu kaufen. Es würde mich wundern, wenn die nicht sozusagen da die Null-Erfahrung haben, da die wenig finanziellen Background haben, die können also bestimmte Sachen nicht aussitzen. Und vor allem haben sie noch nie eine Rezession erlebt, dass die vielleicht dann von den dicken Haifischen im Aktienmarktbecken mal schnell geschluckt werden. Wir sehen auch, dass der Optimismus der Amerikaner trotzdem, was die Aktienpreise betrifft, extrem hoch ist. Wir haben ein Allzeithoch, 52% sagen, in den nächsten Monaten werden die Aktienpreise höher sein, während aber, wenn man die Leute nach ihrer persönlichen Situation befragt, dann sagen immerhin 32%, es wird schlechter werden. Das ist der schlechteste Wert seit der Finanzkrise. Ungefähr gleich sagen
42% und besser sagen 27%. Also da versuchen manche offenkundig ihre persönlich verschlechterte Situation durch diese Generationenchance des Aktienkaufs ein bisschen aufzuhübschen. Ob das gelingt, werden wir sehen. Nochmal zurück zum Nasdaq. Hier sehen wir, dass der Index ja jetzt 6 Tage in Folge mindestens ein halbes Prozent gestiegen ist. Und normalerweise ist dann, wenn wir solche Siege sehen, wenn wir solche Gewinnstrecken gesehen haben, in 8 von 9 Fällen war der Index dann negativ und zwar durchschnittlich um minus 3,3%. Irgendwann endet eben auch mal eine Serie, auch eine Serie in der Central Bank Bubble, in der Allesblase, die durch die Zentralbanken praktisch ausgelöst ist, aber irgendwann ist möglicherweise auch mal der Umschlagspunkt erreicht, wo selbst diese Liquidität nicht mehr ausreichend ist. Wir haben dann anderes Thema, The Donald, der wieder getwittert hat, interessante Dinge mit dem Ölpreis, sagt er, ja perfekt, die Saudis haben die Ölpreise gesenkt, das ist doch eine wunderbare Geschichte und jetzt sehen unsere Energiefirmen auch wieder gut aus, dass wir Jobs erhalten. Und gleichzeitig sind die Benzinpreise an der Tankstelle niedrig. Beste aller Welten. Ja, Donald, wir werden mal sehen, wie die nächsten Wochen und Monate die beste aller Welten sind. Und dann forderte Donald Trump auch Negativzinsen für die USA. Wahrscheinlich wird Jerome Powell morgen bei seiner Rede am frühen Nachmittag in den USA sagen, nee, Negativzinsen oder Negativzinsen wird es nicht geben, wie in Europa. Und ich habe hier einen Kommentator auf Finanzmarktwelt oder vielleicht noch ganz kurz hier. Wir sehen derzeit 165 Millionen Barrel liegen praktisch auf Tankern, werden dazwischen geparkt, weil es schlichtweg die Nachfrage nicht gibt. Und hier hat dann ein Kommentator auf Finanzmarktwelt die aktuelle Situation am Ölmarkt aus Sicht der Saudis, glaube ich, sehr gut beschrieben. Für die Saudis hat sich die Lage ja geradezu dramatisch verbessert. Man hat jetzt die Förderung um annähernd 50% gesenkt und damit den Preis nur noch gedrittelt, wenn wir uns anschauen, wo der Ölpreis ja herkommt. Jetzt produziert man nur noch knapp über die Hälfte. Allein dadurch entgehen schon Einnahmen. Dafür hat man dann die Mehrwertsteuer verdreifacht, um den Staatshaushalt zu entlasten. Aus welchen Einnahmen nochmal das Einnahmen, dieses Einkommen finanziert wird, von dem man dann die Mehrwertsteuer abziehen will, das bleibt ein Geheimnis. In Excel würde jetzt die Fehlermeldung Zirkelbezug kommen. Also die Saudis, die sind ziemlich, auf Deutsch gesagt, verloren. Und das dürfte auch für die amerikanische Shale-Industrie gelten, ganz im Gegensatz zur Aussage von Sid Donald. Wir hatten dann, letztes größeres Thema hier, noch die Aussagen von Dr. Fauci, auf die die Märkte sehr gewartet haben. Der ist ein bisschen schon die Geschichte mit Remdesivir runtergespielt hat, der gesagt hat, ja, so im späten Herbst, Anfang Winter werden wir vielleicht mehr wissen. Das heißt, bis dahin sieht er eigentlich überhaupt keine Chance, dass da was passiert. Wenn wir uns mal die Corona-Fälle ohne die USA anschauen, die USA divergiert sehr stark, Ostküste mit New York geht runter. Andere Gebiete, die gerade wieder aufgemacht haben, wie Iowa, da sehen wir starke Anstiege der Corona-Zahlen. Aber in der Welt ohne die USA sehen wir, es bleibt relativ konstant, was die Neuinfizierungen betrifft. Die deutschen Gesundheitsämter, das darf ich Ihnen aus erster Hand erzählen, erwarten weitere Anstiege und versuchen Mitarbeiter zu rekrutieren, auch über den Sommer hinaus, weil man sich ziemlich sicher ist, dass diese Geschichte nicht verschwinden wird. Das nur am Rande mal erzählt. Und jetzt sind ja neue Fälle in Wuhan aufgetreten, möglicherweise zweite Welle, große Frage. Wuhan will jetzt alle seine 11 Millionen Bürger testen. Und zwar bis Ende nächster Woche. Donald Trump hat ja gestern in einer Pressekonferenz gesagt, dass die USA ja so viel getestet hätten wie kein anderes Land, nämlich 9 Millionen. Das wollen die Chinesen jetzt in knapp einer Woche erledigen. Aber auch diese 9 Millionen Tests, die Trump hier als die meisten der Welt einschätzt, sind bei weitem nicht das meiste. Aber schauen wir uns mal an, was die Charts hier machen. Hier sehen wir Le DAX, der aktuell bei 10.815 Punkte handelt. Es ist nicht so furchtbar viel los an den Märkten. Man stagniert so ein bisschen. Es geht mal rauf, es geht mal runter. So eine klare Richtungsentscheidung kommt nicht. Schauen wir uns mal den Nasdaq an. Der ist natürlich bullischer, kann ja auch nur steigen. Was macht der Dow Jones, um das mal abzugleichen? Eben weniger freundlich, wie wir hier sehen. Also wir sehen diese Outperformance der Tech-Werte. Was macht Le Gold? Sehen wir bei 1701 auch nicht viel verändert. Pendelt um diese
1700er Marke, die Charts von Capital.com, meine Damen und Herren. Wir sehen, Euro kommt jetzt ein bisschen runter, nachdem er sich zuletzt seit Beginn des Tages erholen konnte, und das amerikanische Crude Oil, naja, so wahnsinnig viel passiert da nicht, auch durch die Kürzungen der Saudis nicht. Okay, es geht ein bisschen nach oben, aber wenn wir sehen, wir kommen ja noch Anfang des Jahres von 65 und sind jetzt bei 26, da könnte der eine oder andere sagen, ja, was hilft da ein 5% Anstieg, wenn wir immer noch weniger als die Hälfte auf die Waage bringen? That's the case. Also, das soll es ein bisschen mal gewesen sein mit der Einschätzung, was kommt denn zuerst? Leute wie Markus Krall sehen nach meiner Auffassung diese inflationären Tendenzen viel zu früh, diese Hyperinflation sowieso. Ja, wir haben inflationäre Tendenzen, gerade im Nahrungsbereich, aber so wie die Verbraucherpreise berechnet werden, wie Inflation berechnet wird, macht das nicht wirklich so viel aus. Da ist Miete ein viel entscheidenderer Punkt, und die Mieten werden tendenziell fallen, wie auch die Immobilienpreise fallen werden. Auch das ist deflationär. Die Inflation wird auf sich warten lassen. Erst dann, wenn diese Geschichte überstanden ist und die Nachfrage anzieht, weil man viele Dinge nicht mehr aus China bezieht, sondern hier produziert, Medikamente, viele Dinge, die ja systemrelevant sind, dann wird Nachfrage kommen, dann werden wir Arbeitsplätze wieder brauchen, werden höhere Löhne zahlen als in China, und dann kommt die Inflation. Aber das wird wahrscheinlich in diesem Jahr nichts mehr. Jetzt wünsche ich einen wunderbaren Abend und sage Servus und ciao.